Der kommt hier drauf zu. Nee, 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 Mister. Mister, nee, wissen Sie, nee. Unterbrochen nenne ich das. Schlangenangriff. Und jetzt kommen noch Vögelchen von oben. Wo müssen wir die denn überhaupt hinbringen? Dahin. Okay, dann können wir hier noch schnell Teil eines kaputten Sprinklers holen. Oh, Clarence, hier. Oh, das hat sogar gereicht, um das Herz fertig zu machen. Jetzt müssen wir nur die Zentauren erledigen. Hätten wir uns zuerst um die Sprinklerteile kümmern müssen. Aber bei so vielen Zentauren ist das Ganze nicht so einfach. Ihr habt ja gesehen, was mich hier alles angegriffen hat. Das ist ja nicht schön. Gute Termine, Krieger down! Yay! Du hast... Kaputsch. Da ist schon wieder einer gespawnt. Ups, ich bin weg. Honey's making an exit. Fressen Sie Blutung. Lassen Sie das. Fertigkeitsunterbrecher. Hm. Habe ich dich davon abgehalten, deinen Angriff auszuführen? Wo ist denn jetzt der andere? Da ist der Fette da. Ja, nein, jetzt habe ich die Kuh angegriffen. Verdammter Mist. So war das nicht geplant. Bin schneller als ein Centaur. Nee, greif mein Ziel an. Rudi, greif mein Ziel an. Die Kuh ignorieren wir dann einfach. Harvey, komm zu mir. Nein, Harvey, komm zu mir. Harvey, komm zu mir. Lass die Kuh. Lass die Kuh. Wir haben das Event geschafft. Lass die Kuh. Wir haben das Event geschafft. Lass die Kuh. Ah, gut. Der Kuh geht's gut. Oh, was ist denn hier los? Die Bäuerin pennt. Hier sind Hühner, da haben wir noch eine Gartenhake. Hier haben wir ein Schwein, noch ein Schwein. Hier haben wir die Gartenhake. Gartenhaken sind immer gut. Wir haben ja gesehen, ohne Gartenhaken, ne? Können wir gut Schaden machen. So, ah, das Feuer wird gelöscht. Na Gott sei Dank. Na, können wir ein bisschen Kräuter sammeln. Hm, Knoblauch. Und. Harvey! Harvey, nein! Lass die Kuh in Ruhe! Was hat der Harvey nur gegen Kühe? Der ist ja richtig aggressiv. Das ist ja gar nicht Harvey, ist ja Rudi. Naja, daran wird es liegen. Das ist Rudi. Schwein. Sau. Noch mehr schwarze Kühe. Salat habe ich genug, das weiß ich. Kann ich gar nicht mehr lagern. Brauche ich deswegen auch nicht. Dann laufen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach oben. Wobei, ich glaube, da gab es noch irgendeine Quest, bei der man beschützen musste, die wir ausnutzen können, um eben nach dort oben zu gelangen. Ich zerlege mal gerade alles, was ich nicht brauche. Nee, das ist auch nicht das Sinnvollste für uns, als... Das kann ich nicht mal tragen, das kann ich mal öffnen. Das kann ich alles einlagern. Ja, was machen wir mit den Hufen? Oh Gott, 10 Hufe, da kann ich mir ganze Tamini-Armee holen. Was ist hier mit Winzerin Victoria? Folgt mir, ich führe euch hin. Was ist los? Geht ihr hin? Mit Kindergehen spielen, egal. Hallo, es gab eine Zeit, da hätte ich euch mit einer Kostprobe der Weine unserer Familie begrüßt. Noch mehr Alkohol. Und glücklicherweise kann ich jetzt nur noch Worte anbieten, denn... wenn ich nur zu meinen Weinbergen käme. Schade, kann ich irgendwie helfen? Tja, diese Raven helfen mir nicht dabei, sie zurückzuerobern. Ich könnte etwas Schutz gebrauchen, falls ich auf einen dieser Zentauren treffe, die meine Weinberge zertrampeln. Zentauren? Kein Problem, ich bin eine erfahrene Zentaurenjägerin zwangsweise. Ja, mit eurer Hilfe werde ich Fürst Beetlestone endlich die Lektion erteilen, die ihr verdient. Auf zum Weinberg! Okay, geht in die andere Richtung. Aber hey, wir mussten ja eh hier noch eine Sehenswürdigkeit uns quasi holen. Da können wir mal näher ranlaufen. Vielleicht kommen wir dann da dran. Endlich hilft mir jemand. Im Gegensatz zu euch, Tölpeln. Immer noch sauer? Wir haben unsere Befehle, gnädige Frau. Dann folgen wir jetzt mal der Winzerin Victoria. So lange, bis wir da zu dem... Der Feldwebel sichert sicherlich auch noch unsere Hilfe wegen irgendwas. Balthasar, schenke euch Kraft. Ja, nee, das geht jetzt gerade nicht. Sorry. Hab eine andere wichtige Aufgabe vor mir. Der Minister lässt mich mein Weingut nicht wieder aufbauen. Mal sehen, wie ihm Wein aus ruinierten Trauben schmeckt. Okay, wir müssen verdorbene Trauben sammeln. Das ist doch kein Problem. Da sind schon welche. Entnehmen. Zurückgeben. Duena segne euch. Hier, ein paar Trauben. Verdorbene Trauben. Das wird lustig. Was haben wir denn hier? Klaps, zieht jemanden eine widerliche Traube über. Oh. Fürst Beetlestones Wachen haben meine Weinberge den Zentauren überlassen. Helft mir, wenn ihr mutig genug seid. Hier, Trauben. Diese Trauben sind perfekt. Sie sind verdorrt wie Rosinen. Rosinen. My most weakness. Und werden für ein Aroma sorgen, das ungenießbar ist als alles, was die Welt bisher geschmeckt hat. Ja, das ist das Gleiche, womit man Traubenblatt kriegt mit Rosinen. Ja. So, dann machen wir jetzt mal Tamini wieder platt. War das in seinem Minecraft-Let's Play? Ah, naja, auf jeden Fall irgendein Let's Play hat er sich mal furchtbar über Rosinen ausgelassen, was ich ziemlich nachempfinden kann. Wobei, so Rosinen mag ich eher als Sultanin. Sultanin sind so matschig und gammelig und
Oh, da sind noch mehr verdorrte Trauben. Dann können wir ja hier mal... Kann ich helfen? Wieder welche abgeben. Oh, wir brauchen nur 5 Stück, weil wir die Quest alleine machen. Hey, da drüben ist wieder so ein Holo-Ding. Ich bin so froh, wenn die erstmal wieder weg sind. Tamini Bogenschütze. Adi. So, liebe Winzerin, hier. Gleich sind wir fertig. Noch ein paar Träubchen für die gnädige Frau. Ich meinte für den gnädigen Herrn später. Der Wein wird ihm nicht schmecken. Hundertprozentig nicht. Bitte. Wenn ihr Weintrauben habt, gebt sie mir. Ich bin bereit, meine Rache zu destillieren. Destillierte Rache. Ich habe so das Gefühl, er will unbedingt noch, dass wir ihm helfen. Glückwunsch an mich selbst. Level up. Und schon sind wir weit genug, um uns mit Salia und Mehe zu treffen. Aber ich möchte doch noch ein bisschen hier bleiben. Mal gucken, ob die Winzerin Victoria auch noch irgendwo anders hingeht. Herzliches Dankeschön. In schweren Zeiten ist es gut zu wissen, dass es tapfere Leute gibt. Ja, ja. Bald verschluckt sich Fürst Beetlestone an saurem Wein. Viel Spaß mit eurem Irrsinn, Gnädigste. Was? Das ist kein Irrsinn. Ihr werdet ja schon sehen, was auf da auf euch zukommt. So, ich weiß nicht, ob es darauf so eine Art Folge-Event gibt. Ich glaube nicht, aber ich habe gerade mal Lust, ihr zu folgen. Ich will mal wissen, wo sie hinläuft. Geht sie wieder hier hin? Aha, sie geht wieder hier hin. Oh, jetzt kann ich Sachen bei ihr kaufen. Flasche mit Victorias Rotwein. Zu benutzen, doppelklicken. Übermäßiger Alkohol führt zu Rauschzuständen. Jetzt kann man bei ihr Rotwein kaufen. Es gibt immer wieder einige Events, die dazu führen, dass man bestimmte Dinge dann nachkaufen kann. Und hier ist es eben Rotwein. Rotwein, von dem wir so viel trinken können. Wir werden einfach nicht betrunken. Wir haben einfach jetzt durch das viele Bier schon Stahlmagen. Also Streifenbeinschutz des Reisenden des Balthasar. Gib doch nicht so an mit deinem Goldi, das du gedroppt bekommst. Das ist nur 79er Goldi. 80er Goldi sind geil. Für die kriegt man ab und zu auch noch was. Wo haben wir ihn denn hier? Feldwebelburg. Die sind gefährliche Zeiten. Okay, wir können die Tamini haben das Lager erobert. Wir brauchen Verstärkung. Tja, das, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist eine Level 12er Aufgabe. Sollte möglich sein. Wir räumen erstmal die Tamini-Krieger hier aus dem Weg. Lock auf Lock. Ich bin schneller als ein Centaur. So, schön von der Seite. Verblutung verteilen. Immer schön von hinten angreifen. Bei dem auch von der Seite, um Blutung zu verteilen. Dann nochmal Gift draufstecken. Und da geht der Tamini-Bogenschütze auch schon down. Dann machen wir das gleich erstmal mit den netten Herren hier oben. Greifen wir jetzt erstmal den da an. Wenn wir den jetzt eh gerade schon im Target haben und haben uns die Wegmarke geholt, die halt gerade umkämpft ist, weil eben die Terminschützen hier alle am Töten sind. Hört doch mal auf, die armen Menschen zu ärgern. Ha? Könnt ihr nicht in Koexistenz nebeneinander existieren? Ihr habt doch bestimmt irgendwie so eine Art Verwandtschaft miteinander. Nein, Harvey, nicht das Schaf angreifen. Was haben wir denn hier? Wir sollen das hier zurückerobern. Okay. Sieht nach einer machbaren Sache aus. Wir nehmen erstmal den da aus dem Verkehr. Und dann burst ich mal da rein. Bams. Wir müssen alle hier aus diesem roten Kreis beseitigt haben. Und den roten Kreis dann quasi einnehmen. Ihr werdet sehen, der wird dann neutralisiert Stück für Stück. Und es werden wieder Gegner kommen, die den Kreis dann wieder für sich beanspruchen wollen. Das können wir dann aber ganz schnell unterbinden, indem wir eben... Alle platt. Könntest ruhig mal mitkämpfen, Leutnant Sanders. Hallo, Sanders, kämpf mal hin. Hallo, kämpf mal mit. Nicht rumstehen, ist der Plan. Von wegen NPCs kümmern sich darum, wenn man in Schwierigkeiten ist. Ich bin schneller als ein Centaur. Nicht mal verkrüppelt. Mal gar nicht. Ein Tamini-Krieger hier. Das sagt ihr immer alle und am Ende, was ist das denn doch? Seht ihr, jetzt nehmen wir hier gerade den Bereich Stückchen für Stückchen ein. Aber es wird sicherlich gleich... Da kommt schon der nächste Ärger. Wir warten aber. Vielleicht können wir ihn... Ja, wir können ihn hier draußen an... Ah, sind schon wieder welche drin. Ja, wir müssen halt drinnen stehen bleiben, sonst nehmen wir den Kreis natürlich nicht ein. Aber wir können... Von hier draußen die Gegner angreifen, ist es von hinten einer reingelaufen. Nein, das ist versperrt. Harvey, greif mein Ziel an. Harvey bei Fuß. Harvey bei Fuß. Harvey, heil bitte einen Zustand. Danke. Jetzt wäre ich fast dankbar für den Heilbrunnen. Ach, das wird ein bisschen dauern, das hier einzunehmen. Aber kriegen wir auch. Schlangenangriff. Kleiner Vogelangriff.
Bamsch, bamsch, bamsch. Schon. Nein, ich will nicht mit dir reden, nein. Und Angriff. Bienen. Des Todes. Nämlich, ne? Spürt die Wut. Ich mag die vielseitigen Angriffsmöglichkeiten, die man so im Guildboss hat. Man ist nicht überfordert mit so vielen Spells und Möglichkeiten. Es ist genau richtig so, dass man wirklich Spaß am Spiel hat. Und jetzt haben wir gleich den Punkt eingenommen, wenn nicht noch was kommt. Kommt nichts mehr, kommt nichts mehr. Ja. Uns gehört die Turmwachtschanze. Die Thunwachtschanze, nicht Turmwachtschanze. Ja, flüchtet, flüchtet, rennt, rennt davon, elendliches Pack. Warum rennst du? Okay. Er ist weg. Öffnen wir unsere Drachentruhen, gucken wir mal überall rein. Vielleicht ist ja was Besonderes drin. Nein, na gut, dann nicht. Unverwüstliche Kreiterpistole. Ach, da ist ja auch Burgot. Balthasar, schenke euch Kraft. Ach, Dankeschön. Seht euch diesen Ort nur an. Alles ist voller Zentaurendreck. Und du hast mittendrin gestanden. Mir kommt er recht unverändert vor. Was? Ach, haltet die Klappe. Machen wir hier sauber, dann kommen wir vielleicht einen guten Schritt weiter. Also ich weiß ja nicht, was Männer so machen, wenn sie den ganzen Tag lang irgendwie alleine aufeinander rumhocken. Aufeinander rumhocken. Aber was ist hier unten los? Rettet die gefangenen Bauern. Oh mein Gott, da sind Bauern gefangen genommen worden. Bevor ich jetzt die Aufnahmesession beende, muss ich die Bauern noch retten. Nein, 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 das geht ja nicht. Da ist ein Adlerraptor, den machen wir jetzt einfach mal einen Bogen. Kleiner Bogen. Um den Raptoren. Oh, da wird geprügelt. Da mache ich jetzt mal mit. Warks. Das gibt doch Erfahrungspunkte. Bin schneller als ein Centaur. Und Loot. Naja, gut, die Erfahrungspunkte sind eher nebensächlich. Aber der Loot ist gut, ne? Ja, ja, ja. Und hier kann ich dann auch noch ein paar Sachen machen. Die Sackgilde. Daddy Fettsack. Von Sahara Senubbel. Sehr interessant, ja. Hat mir nicht mal geholfen gegen die Monster. Hat einfach nur gesammelt. Toll. Tolle Axt. Tschüss. Unfreundlicher Server. Da mag ich Drakasi lieber. Da würde sowas nie vorkommen. Niemals. Nein. Wir helfen einander. Wir unterstützen uns. Wir sind ein Team. Hier auf Wabi gibt es einfach kein Teamgefühl. Wir sollten auf Wabi wechseln. Dann gibt es ein bisschen Teamgefühl. Wabi ist der Server mit der niedrigsten Auslastung. Der, wo keiner drauf ist. Aber wer will auf einem Server sein, der Wabi heißt? Ganz ehrlich. Niemand, oder? Hey, welchen Server nehme ich denn? Ich habe mir Guild Wars 2 gerade gekauft. Welchen Server nehme ich? Wabi. Wabi ist ein netter Name. Nee. Says no one ever. Oh, und da geht der Tamini down. Okay, jetzt müssen wir uns durch das ganze Tamini-Lager durchsetzen, um die Gefangenen zu befreien. Egal, das schaffen wir, das schaffen wir. Und wenn wir dabei draufgehen, schaffen wir das trotzdem. So, dann ist er jetzt noch kurz betäubt. Sehr schön. Was sind denn hier Gefangene? Seht ihr Gefangene? Ah, die sind da drin in den Käfigen. Schweinerei. AW, Highline-Zustand. Dankeschön. Ich mag es nicht, verkrüppelt zu sein. Da fühle ich mich so krüppelig. Wartet, ich krüppel euch mal zu hier. Alarma, Alarma. Das sind ja gar nicht in Frage. Und hier. Bienchenangriff. Und dann noch ein bisschen Wut. Da machen wir gleich mehr Schaden mit unserem Schwert. Crit, Crit. Weg. Ran. Na, Schlangenbiss in den Arsch, Junge. Ach, du meinst, du kannst Fernkampf? Ich kann auch Fernkampf. Und da habe ich dich betäubt. Hast jetzt davon. Oh, Langbogen, super. Hab schon einen. Oh, die Gefängnistore müssen wir also auch kaputt machen. Oh, die ganzen Gefangenen müssen hier arbeiten. Das gefällt mir nicht. So, Harvey, mach's kaputt. Randale, Randale. Sklavin befreit. Sehr schön. Dann hauen sie mal ab, Mrs. Harvey, machst du das Tor kaputt? Nee, okay. Harvey macht das Tor kaputt, was ich kaputt mache. Warte, dann nehmen wir das Schwert. Damit mache ich, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden als mit dem... Naja, weiß ich nicht. Das hält sich, glaube ich, so ziemlich die Waage. Da sind vielleicht zwei Gefangene drin. Okay. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich käme nie da raus. Keine Sorge. Hanni ist ja da. Hanna Weltengrü hat deinen Tamini-Krieger gefunden. So, kleiner Vogelangriff. Die könnten uns ja ruhig mal helfen. Könnten sich eine Gartenhake schnappen. Dann würden sie die Tamini-Krieger One-Hit legen. Nein. Aber ist ja schon wieder. Ist ja schon wieder Randale hier.
Seid ihr respawned? Tut mir jetzt aber leid. Ich befreie eure Gefangenen trotzdem. Bams in den Po, ja, jetzt bist du dabei. Wenn es um sowas geht, bin ich der Beste. Menschen befreien. Das liegt mir im Blut. Greife ich beide Türen an? Hier greife ich beide Türen an. Ich sollte mal so ein bisschen versuchen, beide anzugreifen. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ist doch immer besser. Edelretter, vielen Dank. Wer weiß, was sie mit uns anstellen. Mein Harvey greift das Gefängnistor an. So ist brav. Was? Tamini, da hat schon wieder irgendjemand was gerufen. Nur noch 5 Bauern befreien. Gleich haben wir's. Da. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. 2 mehr. Jetzt noch das Gefängnistor. Und da ist kaputt. Balthasar hat an unserer Seite gekämpft, Freunde. Was? Das war nicht Balthasar, das war ich. War diese Religionsfuzzis. Huch, ich springe hier so schön um das Gefängnis und kreise drumherum. Randale. Oh, jetzt habe ich aus Versehen Terminikrieger am Target. Na gut, dann mache ich den Target irgendwie. Manchmal ist das Target-System nur so ein bisschen. Aber nur so ein. Ne? Schuss, Giftschuss. Oh Gott, hier sind so viele, die ich aus Versehen angreifen könnte. Guck mal, da kommt Dark Crystal Knight von der YOLO-Gilde. Was ist das? Löschen die ihren Account, wenn sie einmal sterben? Bitte aktiviert jetzt nicht das Holo. Ah ja, sie befreit den letzten Gefangenen. Ah, wunderbar. Event war erfolgreich. Und wie meinen jetzt die noch alle platt hier? Holo-Gilde? Sehr schön. Ich bin lieber bei Fu. Quaggan mag euch. Oh, ich freue mich so darauf, wenn wir das erste Mal die Quaggans treffen. Huch, jetzt haben sie doch die Holo-Dinger da befreit. Großartig. Hilfe! Die machen so viel Brennschaden. Die droppen halt diese Drachenkisten ganz extrem. Und wenn man Drachenkisten gefarmt hat, dann hat man die halt angegriffen. Oh, das ist der Veteranen-Tamini-Hotling. Komm, den machen wir jetzt noch. Vielleicht helfen die uns ja? Nein? Gut, dann nicht. Dankeschön übrigens. Die Wohnung ist mir voll unsympathisch. Tja. Da ist zum Beispiel noch Gefangener. Schnell, du bist frei, lauf! Sind da noch Gefangene? Das ist was Unverschämtes. Ich würde gerne noch viel mehr befreien, aber ich schätze mal, das wird gar nicht so einfach. Mach die YOLO-Gilde da rumstehen und nichts tun. Na gut, ich schaff das auch ganz alleine. Auch eure Hilfe nicht. Eigentlich nötig. Die farmen wahrscheinlich noch die Holos. Bin schneller als ein Centaur. 100 pro farmen die noch die Holos. Man protzt sich durch die Gegend und klappert all diese Holo-Generatoren ab, um halt möglichst viele Drachentruhen zu kriegen, aber ganz ehrlich. Unmöglich. Die waren so billig im Handelsposten, die hätte man für so viel billig Geld einkaufen können und kann man sie dann später gewinnbringend verkaufen. Los, Randale, Zentaurenvorräte zerstören. Du wirst die ganzen Gefangenen befreien. Ich weiß egal, ob das im Spiel so vorgesehen ist oder nicht. Los, Sklavin, du bist frei! Yay! Lauf! Mann, sehe ich cool aus, wenn ich Gefangene befreie. Ich hab's voll drauf. Ja, Harvey macht die kaputt. Oh, ich mach mal ein Foto von mir und Kronk. Ich meinte. So, Randale. Und wir hauen jetzt ebenfalls ab. Mit dem befreiten Sklaven. Oh, da ist noch ein Sklave. Du bist frei! Frei! Lauf! Hui! Oh. Schade. War ein schöner Bug. Nein, wir greifen die Sklaven an. Das kann nicht wahr sein. Lass dich. Oh Gott, so viele. Oh je, Mini. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm werden. Bisschen, aber nur ein bisschen. So viel zu dem Thema, die Gefangenen befreien. Wenn die nicht weit kommen, hat man natürlich auch nichts davon als Gefangener, ne? Bin schneller als ein Zentaur. Ups. Oh Gott, so viele. Den können wir erstmal ausschalten, der war nur noch ein One-Hit. Dann fokussen wir jetzt den da. Heilen. Fokussen auf den, habe ich gesagt. Oh Gott, wieso habe ich mein Tagessystem nicht mehr auf der Taste? Oh, die Panini-Krieger. Was? Klebt dich in dein eigenes Poesiealbum, Junge.
Abi, heil meine Blutung. Danke. Aua. Die machen echt Schaden. Ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir hier wegkommen. Was nützt es für die Sklaven zu sterben? Für die Freiheit oder was? Die spawnen wahrscheinlich eh irgendwie wieder nach. Oder näher. Ich glaube, wir haben ganz viele davon schon ausgeschaltet. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Also, jetzt mal schnell wieder heilen. Harvey ist ein ganz guter Tank. Also wir können das hier schaffen. Jo, wir schaffen das. Ja, ich bin ja ausgewichen. Ha, jetzt habe ich dich betäubt. Ich mache hier platt, ehe was passieren kann. Der Gefangene rennt. Los, du kannst es schaffen. Entkomme, los. Bleib da nicht stehen. Hau ab. Oh, oh. Der ruft jetzt ständig seine Verbündeten, oder was? Ach, komm schon, Gefangener. Raus da. Flieht, Feigling. Ja, ich pflichte jetzt. Ich pflichte. Harvey, komm. Harvey bei Fuß. Harvey, los. Puh, puh, puh. Oh mein Gott. So viel Randale und Action. Na, Harvey, bleib schon bei mir. Die Gefährte wegschicken will ich nicht. Soll bei mir bleiben. So, oh mein Gott. Was haben wir alles an Crap bekommen? Lecker. Törtchen und all so ein Zeugs. Alles kann ich nicht gebrauchen. Das ist doch Blödsinn. Oh, wir haben unseren Mini-Schwarzbärenjungen gar nicht rausgeholt. So was Blödes. Die ganze Zeit lang ohne rumgelaufen. Na, Kinder? Spielt ihr schön? Das ist super. Schwarzen Kühe kann man immer noch angreifen. Aber Harvey scheint nicht so aggressiv zu sein. Ach, die will schon wieder Weintrauben sammeln. Nee, jetzt nicht. Jetzt. Jetzt mache ich eine Pause. Definitiv. Bis zum nächsten Mal.